Du hast am Vorabend deinen Bubatz geraucht, möchtest jetzt aber Auto fahren. Kannst du dich nach der Legalisierung dann am nächsten Tag wieder an Steuer setzen? Hier haben unsere Bubatz-Buben natürlich viele Bedenken und das zu Recht. Das wird nämlich ein schwieriges Thema mit einer schwierigen Lösung. Denn die Nachweisbarkeitszeiten von THC können variieren und sind nicht bei jedem Menschen gleich. Vor allem Abbauzeiten variieren stark und grundsätzlich bestimmen verschiedene Faktoren beim THC die Nachweisbarkeit. So zum Beispiel klarerweise die konsumierte Cannabismenge, Häufigkeit des Konsums, da bei dauerhafter Einnahme sich THC im Blut anhäuft, zeitlicher Abstand zwischen Aufnahme und Drogentest, Nachweisgrenzen des Testverfahrens, individueller THC-Abbau im Körper und die allgemeine gesundheitliche Verfassung. Also mein lieber Bubatz-Freund, es handelt sich um eine sehr individuelle Antwort. Zuallererst müsste sich klären, auf welche Nanogrammgrenze sich die Politik nach der Legalisierung einigt. Und dann kannst du dir entsprechend die Tests für ein sicheres Fahren besorgen. Und dann kannst du die Frage für dich individuell abtesten. Denn